Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Bücherwoche und den Büchern und Filmen und anderen Dingen der vergangenen Woche. Es war eine sehr leseintensive Woche, es war dementsprechend auch eine sehr entspannte Woche, wo neben Büchern und Filmen nicht allzu viel passiert ist. Serientechnisch habe ich ja Stranger Things Staffel 1 beendet. Dazu dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Und es gibt auch so eine Filmreihe, die ich diese Woche angefangen habe. Und es war eine sehr herbstliche Woche, die doch auch ein paar schöne sonnige Momente noch hatte, aber alles in allem natürlich schon sehr frisch war. Und es ist halt jetzt so die Jahreszeit, wo ich mich wieder dran gewöhnen muss, dass es eben einfach dunkel ist. Daher heute auch hier zusätzliches Licht, weil es wird heute gefühlt überhaupt nicht hell am Samstag. Aber ja, wir können es nicht ändern, wir müssen das Beste draus machen und das machen wir jetzt einfach, indem wir über Bücher der Woche sprechen. Begonnen hat die Woche bzw. das Wochenende und an dem habe ich dieses Buch auch beendet, und zwar Die Gabe der Auserwählten. Das ist der dritte Teil der Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson. Man hat ja die Trilogie aus dem Englischen in 4 Teile in Deutsch verlängert. Dementsprechend ist tatsächlich jetzt auch der dritte Band gar nicht so dick, aber auch wieder mit einem super schönen Cover, wie ich finde. Dann habe ich ein Drachenmondbuch gelesen, und zwar von Theresa Kuber, Sternenscherben, ein dystopisches Jugendbuch, würde ich schon sagen. Und es ist ja mein Drachenmond-Monat und ich habe jetzt noch ein Buch, das ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe für den Oktober, beziehungsweise dann natürlich auch noch für den Anfang des Novembers, also für die nächste Woche. Und dann habe ich fast jede Woche ein Drachenmondbuch gelesen und da könnt ihr jetzt gespannt drauf sein. Dann haben wir im Leseklub Winter People von Jennifer McMahon gelesen. Theoretisch auch heute noch, glaube ich, ist der letzte Leseabschnitt, wenn ich mich nicht irre, wenn es nicht sogar erst morgen, also Sonntag, der Fall ist. Aber ich konnte gestern nicht anders, beziehungsweise heute Morgen, und musste es dann auch einfach beenden. Die letzten 100 Seiten mussten einfach verschlungen werden. Ein sehr spannendes Buch mit einem sehr gelungenen Cover, das mich ja auch damals angesprochen hatte, als ich es als Mängelexemplar gekauft habe. Und das letzte Buch ist dann Swan Song nach dem Ende der Welt von Robert McCammon. Ein Buch, das ich ja letzte Woche schon ein bisschen was davon erzählt habe, denn wir hatten ja vor 1,5 Wochen damit angefangen und hatten uns das ja in einer kleinen Lesegruppe eingeteilt. Und das habe ich heute Morgen auch beendet. Der Wahnsinn, ne? Also was man da so an dem Morgen alles noch gar weglesen kann. Ja, es ist, wenn man natürlich zur gleichen Zeit in etwa wach wird wie unter der Woche, weil die innere Uhr einfach so tickt, was wieder sehr interessant wird, wenn wir die Zeit umstellen und sich dann mein Körper komplett erstmal wieder eine Woche dran gewöhnen muss, dass er jetzt doch gefühlt eigentlich eine Stunde länger schlafen kann. Aber ja, das ändern wir ja nicht. Aber dementsprechend hat man da natürlich auch am Wochenende, gerade Samstagmorgen, ein bisschen Zeit zu lesen. Ja, aber das Wochenende begann mit Die Gabe der Auserwählten von Mary E. Pearson. Das Buch ist jetzt am 26. Oktober im One Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, kostet in gebundener Ausgabe 18 Euro, als E-Book 14 Euro und hat 350 Seiten, ist der dritte Teil dieser Reihe, die im Englischen mit dem dritten Teil eigentlich beendet ist, aber im Deutschen wurde aus dem dritten Teil ein dritter und vierter Teil, und der vierte Teil soll im Frühjahr 2018 erscheinen. Was ich bei dieser Reihe wirklich schön finde, ist, dass die Abstände der Bücher sehr kurz gehalten sind. Ich glaube, der erste Teil erschien irgendwas im April, Mai, April vermutlich. Ich glaube, der zweite kam so August und der dritte jetzt im Oktober. Und wenn dann der nächste im Frühjahr, Februar, März erscheint, hat man innerhalb von einem Jahr 4 Teile. Das finde ich tatsächlich einen schönen Abstand, viel besser, als wenn man immer ein Jahr auf die Bücher warten muss. Was natürlich in dem Fall einfach der Vorteil war, ist, dass die englischen Bücher eben schon, glaube ich, bis auf den letzten komplett vorhanden waren und man da natürlich ein bisschen schneller
auch ins Deutsche veröffentlichen konnten. Ich finde dieses Cover wieder sehr, sehr gelungen. Ich fand den ersten Teil Kuss der Lüge optisch wunderschön. Der zweite Teil hat für mich nicht so ganz hineingepasst von der Covergestaltung. Ich weiß gar nicht, ob die hier irgendwie drin sind. Und ich bin sehr gespannt, ob man im Frühjahr, wenn dann der vierte herauskommt, im Glanz der Dunkelheit, soll er wohl heißen, ob man sich da dann am englischen dritten Teil orientiert, denn bisher hat man das immer relativ ähnlich gemacht, ein bisschen Perspektivwechsel, weiter näher, weiter ferner gemacht. Der dritte Teil, den haben sozusagen nur wir im Deutschen, und ich denke mal, dass man sich dann beim vierten einfach wieder daran orientiert, wie auch der vierte englische aussah. Aber es soll ja gar nicht groß um die Optik gehen. Es ist natürlich jetzt schwierig, bei einem dritten Teil wirklich viel zu erzählen, daher so ein bisschen was zur Handlung des ersten Teiles. Wir haben hier eine Prinzessin Lia, und die steht kurz vor der Hochzeit mit dem Prinzen aus einem verfeindeten Königreich, deren Könige, die Väter der beiden sozusagen beschlossen haben, um hier irgendwie Ruhe hineinzubringen, müssen diese beiden heiraten. Doch Lia hat so ein bisschen ihren eigenen Kopf und sieht gar nicht ein, warum sie verheiratet werden soll, während ihre Brüder im Grunde Kämpfer, Soldaten sind, mutig sein dürfen, und sie soll einfach das Land, ihr Land verlassen und irgendwem heiraten, den sie nicht mag, von dem sie auch tatsächlich nicht viel hält, weil welcher Prinz lässt sich schon sagen, wem er heiraten soll. Und so begibt sie sich zusammen mit ihrer Zofe auf die Flucht und trifft am Zufluchtsort auf zwei Männer. Und wir lernen diese Männer auch kennen, denn wir haben hier im Grunde eine Dreier-Erzählweise. Wir haben eben einmal Lia, wir haben den Prinzen und wir haben den Auftragskiller, der im Grunde den Auftrag hat, Lia zu töten. Und wir erleben, das war im ersten Teil sehr besonders und hat mir sehr gefallen, wir erleben eben die Geschichte zum einen von Lia, wenn sie sich mit diesen beiden unterhält, erfahren auch die Namen der beiden. Wenn wir aber die Perspektiven der beiden Männer lesen, wissen wir nur, was sie sind und nicht, wer sie sind. Und das war natürlich im ersten Teil wirklich großartig und spannend erzählt und löst sich natürlich im ersten Teil dann auf, und dann wissen wir natürlich im Band 2 und 3 auch, wer was wie ist. Allerdings bleibt die liebe Lia immer ein bisschen unentschlossen und hat noch so manches Geheimnis auch für uns Leser bereit. Der dritte Band hier schließt so ziemlich an den zweiten Band an und war für mich ein sehr, sehr gelungener dritter Band. Man spürt zwar gegen Ende des Buches von uns, dass die Geschichte eigentlich noch nicht an irgendeinem Höhepunkt ist, an dem man jetzt enden würde, weil natürlich die Autorin selbst da wusste, dass ihre Geschichte noch weitergeht, denn der dritte Teil ist einfach noch nicht beendet bei uns. Und das spürt man so gegen Ende, wo man denkt, das ist eigentlich kein, es fühlt sich nicht an wie ein Ende eines Buches, und das spürt man bei uns tatsächlich einfach. Was ich aber dann denke, im Gesamtkonzept dann einfach nicht mehr stören wird. Und mir hat der erste Teil unglaublich gut gefallen, war für mich wirklich ein Highlight. Der zweite Band war ebenfalls spannend, wenn auch etwas anders, weil er ein bisschen ortsgebundener war. Während wir im ersten Teil sehr viel von der Welt erfahren haben und mit Lia und so unterwegs waren, waren wir am zweiten Teil doch recht gebunden an einem Ort. Und hier gehen wir wieder in die ferne Welt hinaus, was ich einfach großartig finde. Denn ich finde, Mary E. Pearson schafft eine Welt, die mir unglaublich gefällt, in der ich mich zu Hause fühle, die lebendig ist, die irgendwie modern ist und dennoch einfach so den High-Fantasy-Charme hat, die ja so besondere Dinge hat, auch so was die Gabe hier angeht, die ja im Grunde Lia irgendwie haben soll, sich erwecken soll, wie auch immer, was ich einfach großartig finde. Und ich mag dieses gesamte Konzept, was diese Geschichte umgibt, die Idee, auch die Charaktere, und auch wenn man jetzt davon ausgehen könnte, dass es sich hier irgendwie wie eine Dreiecksgeschichte anhört, weil wir eben natürlich den Prinzen haben, den Auftragskiller und auch Lia, und was auch in manchen Momenten so scheint, so bin ich überhaupt nicht genervt davon. Also ich bin ja sehr schnell von Dreiecksgeschichten genervt, denke mal nur an Twilight, das hat mich irgendwann total angenervt und viele andere Geschichten auch. Hier hat man aber das Gefühl nicht, denn man hat als Leser schon das Gefühl, dass Lia genau weiß, wo ihr Herz hingehört, und
beziehungsweise insofern es überhaupt irgendwo hingehört. Und man hat einfach so, man ahnt, wo es hingeht. Natürlich überrascht Lia einen sehr, sehr oft mit manchen Dingen. Und manchmal denke ich auch, Mädel, übertreib's nicht. Aber ich kann sie absolut verstehen. Und das hat man ja sehr oft bei diesen Dreiecksgeschichten, wenn es eben eher so in den Urban-Fantasy-Bereich geht, nicht. Hier spürt man einfach, hier ist ein starker Charakter, der einfach das will, was er will. Und das nicht auf Biegen und Brechen erreichen möchte, aber eben sie schon für sich einsteht. Und ich mag Lia unglaublich gerne und es ist ein total spannender dritter Teil gewesen und ich fand es toll. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich habe es an 2 Tagen weggesuchtet und mir hat es großen Lesespaß bereitet und ich bin mega gespannt, wie sich die Geschichte dann auflöst, wie der vierte Teil sein wird, wie es enden wird und werde, denke ich, dann im Frühjahr auch so ein bisschen traurig sein, dass dann eine Reihe wieder beendet ist. Ich fand es aber wirklich toll. Es ist eine Reihe, die mich überrascht hat, mit der ich nicht gerechnet hätte, dass sie mich so wegflasht, weil wenn der erste Teil schon Kuss der Lüge heißt und man denkt sich so, oh Gott, wo könnte dieser Weg wohin gehen und es so nach klassischer Jugend-Love High-Fantasy-Story klingt und es mich dann aber so wegflasht, weil es doch sehr erwachsen ist und einfach eine wunderbare High-Fantasy-Welt ist und man da ja doch eher selten weibliche Hauptrollen hat. Hier hat man die und ich mag auch den Perspektivwechsel, wenn wir eben zwischen ihr und dem Prinzen, dem Killer und so manch anderem Erzählstrang switchen und ich finde, das macht die Geschichte unglaublich rund. Gefällt mir unglaublich gut, hätte ich nie erwartet, dass das eine Reihe ist, die mich so packt und flasht und auch hier wieder ein absolutes Highlight und ich freue mich sehr auf den vierten Teil und ich finde auch einfach diese Cover und auch hier von hinten wirklich super, super schön. Und ich bin sehr, sehr angetan von dieser Reihe. Auch ein großer Fan bin ich ja vom Drachenmond Verlag und durfte hier Sternenscherben von Theresa Kube lesen. Das Buch ist am 12. Oktober im Drachenmond Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book 4 Euro und hat 240 Seiten. Das Cover ist von Alexander Kopinski, ein Buchcover-Entwerfer, der sehr bekannt ist, gerade in der Drachenmondwelt und der auch hier ein wunderschönes Cover erschaffen hat. Und ich bin immer wieder begeistert bei diesem Verlag, wie schön so manches Cover ist und wie ausgefallen und wie speziell. Und wenn man die Geschichte dann gelesen hat, wo man sich denkt, das ist irre, wie toll das Cover dann auch zur Geschichte passt. Also wirklich großartig und wirklich auch großes Cover-Kino. Und das möchte ich einfach mal hier an dieser Stelle auch lobend erwähnen, weil mir das wirklich unglaublich gut gefällt. Ja, das Buch hatte mich angesprochen, denn es ist eine Dystopie in einer Welt, in der alles perfekt scheint. Wir sind im Jahr 2300 und ein paar 50 und die Städte wurden alle isoliert und werden geschützt, um sie vor gefährlicher Strahlung zu bewahren, die den Planeten vor Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Grunde zerstört hat. Und diese Städte werden eben beschützt und es befinden sich auch nur wichtige und dem System treue Menschen in den Städten. Alle anderen werden nach außen geschickt, um die Ordnung in der Stadt zu halten. Und wir lernen Nora kennen, ich glaube eine 18-Jährige war sie da schon zu Beginn, 18 Jahre, also das irgendwie sowas in dem Dreh. Jährige Frau, die als Kämpferin ausgebildet wird und zur Elite gehört und die einen Chip eingepflanzt bekommt, der die Menschen natürlich überwachen soll, aber sie auch vor dem, sie natürlich auch dazu bringen soll, zu überleben. Sie ist allerdings anders als alle anderen, denn in der Regel sind alle Elite-Kämpfer blond und sie selbst hat aber dunkles, tief schwarzes Haar, was einen jetzt im ersten Augenblick vielleicht so ein bisschen an das Dritte Reich erinnern könnte. Ja, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich öfter und fand ich hätte es andersrum tatsächlich irgendwie vielleicht innovativer gefunden, aber das kann man natürlich nicht ändern, dass sich das Gefühl vielleicht irgendwie aufdrängt. Ja, das Gedächtnis wird von den Menschen, von den Kämpfern vor jedem nächsten Schritt, wenn man in den nächsten Rang kommt, gelöscht, damit man sich am Ende nicht an das Leben vor dem 18. Geburtstag erinnern kann. Doch Nora träumt von ihrer Vergangenheit, von ihrem früheren Leben, was sie auch außerhalb der Stadt im Grunde gelebt hat und das macht sie natürlich ein bisschen
zu einem gefährlichen Menschen, denn das darf es eben einfach nicht geben. Die Geschichte, ihr merkt es schon, hat mich nicht so ganz begeistern können. Es war eine Dystopie, die sich gefühlt aus verschiedenen Ideen so ein bisschen etwas herausgepickt hat, jetzt nicht im Sinne des Abschreibens, sondern man hat hier eben ein totalitäres System, was eben bei einer Dystopie so ist. Wir haben eine, die ein bisschen auffällt, die anders ist, in diesem Fall eben ihr Aussehen anders ist und nicht sie selbst vom inneren Kern heraus. Und die aber eben einfach merkt, sie ist anders und sie muss das verheimlichen. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich schon viele Jugendbuch-Dystopien gelesen habe, dass es mich nicht mehr ganz so von den Socken gehauen hat. Denn ich fand die grundsätzliche Idee, dass wir eben hier auch noch auf einem Planeten sind, der im Grunde zerstört ist, doch sehr spannend und interessant und mochte auch diese Idee. Also nicht, dass ich das gut finde, dass jemand das Gedächtnis löscht, aber diese Idee fand ich wirklich toll. Und als dann eben Nora immer wieder anfängt, sich an Dinge zu erinnern, wir haben hier noch einen geheimnisvollen Darian, der sehr mysteriös ist und natürlich nichts von den Regeln hält, die aufgestellt sind. Und er ist sehr unnahbar, was mich aber so ein bisschen gestört hat. Ich bin auch mit Nora leider nicht warm geworden, denn sie war mir viel zu sprunghaft und sie hat so viele spontane Entscheidungen getroffen, die für mich gar nicht zum Charakteraufbau von ihr gepasst haben. Und da ist man als Leser, also man möchte ja den Protagonisten irgendwie kennen und das Gefühl haben, man versteht, was er tut, wie er es tut und da mitgehen. Und das konnte man bei Nora für mich zumindest nicht, weil sie eben wirklich ständig sich umentschieden hat und man da keine Konsistenz irgendwie fühlen konnte. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil sie auch so ein bisschen kühl wirkte und nicht greifbar war. Und auch einfach, wie sie Entscheidungen getroffen hat, nicht nur dann, dass sie sie so getroffen hat, sondern auch, wie sie da hingekommen ist, fand ich persönlich ein bisschen unschön und hat sich für mich einfach nicht ganz rund angefühlt. Die Welterschaffung fand ich dennoch sehr, sehr gelungen, sehr positiv. Es hat mir gut gefallen, diese Welt kennenzulernen, diese Zukunftsvision, denn es war auch sehr unterhaltsam. Es gab lockere, teilweise auch wirklich witzige Dialoge, was mir unglaublich gut gefallen hat, weil man das in Dystopien tatsächlich eher seltener hat. Und das nimmt so ein bisschen den Ernst der Dystopie auch heraus. Allerdings war einfach diese ganze Geschichte für mich zu schnell, zu hektisch. Man hat sich auch am Ende viel zu wenig Zeit genommen. Das Ende war ratzfatz und man merkt, dass diese Geschichte nur 240 Seiten hätte. Diese Welt, diese Idee, aber durchaus vielleicht 300, 320 Seiten vertragen hätte. Gerade das letzte Drittel, das war so schnell erzählt, wo ich einfach so dachte, hallo, nimm mich mit. Ich konnte zum Teil nicht mehr folgen und es fühlte sich dann auch irgendwie durcheinander an und wirklich auch so ein bisschen unfertig. Also es tat mir wirklich leid für die Geschichte, weil am Anfang, wirst du das erste Drittel war unglaublich spannend, packen, man war in einer neuen Welt drin. Der Mittelteil war dann so ein bisschen geprägt von dem Charakterbeeinflussung, die ich einfach hatte, wenn ich an Nora dachte und von ihr gelesen habe. Und das Ende kam mir viel zu schnell, viel zu abrupt. Und es war jetzt auch nicht das überraschendste Ende für eine Dystopie, aber ich fand es durchaus gelungen, welchen Weg die Geschichte genommen hat. Aber es ging mir viel zu schnell. Also ich fand es wirklich schade, weil man eben noch viel mehr für mein Gefühl daraus hätte machen können, wenn man einfach nochmal 50 Seiten vielleicht drangehängt hätte, gerade so das letzte Drittel. Und das hat so einfach dieses ganze Gefühl des Durcheinander, des Spontanen, des Schnellen für mich so ein bisschen, das Ende war dann so die Krönung sozusagen. Es war eine schon gute Geschichte, das möchte ich jetzt gar nicht zu schlecht reden, weil sie hat mich natürlich trotzdem gepackt, sonst hätte ich ja auch die Geschichte nicht zu Ende gelesen. Aber es hakte eben so ein bisschen am Charakterbuilding und eben auch so ein bisschen am Ausführen der Geschichte, was ich einfach schade fand. Aber ich denke, wenn man das als Jugendlicher liest, der vielleicht einfach auch noch nicht so viele Dystopien gelesen hat, dann ist das wirklich eine packende und tolle Geschichte und von der Seitenzahl dann auch einfach was, wo ich glaube, dass sich Jugendliche einfach wohlfühlen, wenn es eben keine ellenlange Trilogie ist mit 400 Seiten, wo ja manche dann schon gar keine Lust haben, damit anzufangen. Hier hat man das eben so ein bisschen kompakter und da leidet natürlich dann für jemanden, der es ein bisschen ausführlicher mag, für den leidet das natürlich ein bisschen, aber wer natürlich einfach eine schnelle Geschichte mag,
der ist natürlich dennoch bei dieser Dystopie richtig und wird da auf jeden Fall auch dann seinen Spaß haben. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dieses Einschieben, dass das alle blond sind und Nora schwarzhaarig, hat mich so ein bisschen auch den Beigeschmack des Dritten Reiches gehabt, wo ich mir so persönlich gewünscht hätte, dass man irgendwo einen anderen Unterschied vielleicht findet, als auf die Haarfarbe zu gehen, weil ich bin einfach kein Fan von dieser Aufzeigen von der Geschichte, was da schief lief und das dann für eigene Geschichten zu übernehmen, wo jeder beim ersten Lesen schon merkt, da ist der Fehler. Und das ist so einfach mein persönlicher Geschmack, der mich da so ein bisschen so kurz schütteln hat lassen. Aber ich kann natürlich verstehen, warum man so ein extremes Augenmerk wählt. Ich denke auch, dass sie eben nicht auf eine Hautfarbe gehen wollte, sondern sich dann eben für eine banale Haarfarbe entschieden hat, die aber natürlich nicht so banal ist, wenn man einfach so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund unseres Landes kennt. Aber gut, das ist einfach nur so persönlich meine Meinung, die ich vielleicht zu ernst sehe, weil ich halt einfach nicht unbedingt ein Jugendlicher bin, sondern natürlich schon ein Erwachsener und das vielleicht mit anderen Augen sehe. Wer weiß. Aber ja, so ist es manchmal. Ja, zum nächsten Buch. Winter People von Jennifer McMahon ist 2015 im Ullstein Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch neu 10 Euro, gibt es aber mittlerweile auch als Menge-Exemplar, so wie meine Ausgabe, die ich glaube ich dann für 3 Euro irgendwo in so einer Krabbelkiste gefunden hatte, hat 400 Seiten und wird im Leseclub von uns jetzt gelesen. Ich glaube heute am 28. ist auch der letzte Abschnitt, den ich heute Morgen auch schon verschlungen habe, beziehungsweise auch gestern Abend noch so ein Stückchen weiter gelesen habe als den eigentlichen Leseabschnitt von gestern. Ja, wir haben hier verschiedene Erzählstränge, auch in unterschiedlichen Zeiten. Die Geschichte beginnt mit Sarah und ihrem Mann Martin und der Tochter Gertie im Jahr 1908. Sie leben auf einer Farm rechts abseits von allem und Sarah hat schon viele Fehlgeburten gehabt, hat darunter sehr, sehr gelitten und hat jetzt zu Gertie ein etwas, wie ich fand, krankes Mutterverhalten, zumindest zu Beginn. Hat man so dieses Gefühl, sie umgibt sie den ganzen Tag, sie wacht über sie, sie lässt sie im Grunde nicht aus den Augen und ganz schlimm ist es dann, als Gertie eben ermordet wird und Sarah in eine tiefe Trauer fällt. Bis ihr dann eben einfällt, dass eine frühere Verwandte von ihr schon mal Tote wiedererweckt hat. In der Gegenwart befinden wir uns in zwei Erzählsträngen. Zum einen erfahren wir die Geschichte von Ruthie und ihrer Schwester Fawn, deren Mutter im Grunde verschwindet und auf der Suche nach ihrer Mutter finden sie eben ein Tagebuch, was mehr oder weniger die Geschichte von Sarah und Gertie dann eben ist. Und erfahren, was in diesem Haus alles passiert ist. Und dann haben wir auch noch in der Gegenwart Catherine, die ihren Sohn an Krebs, glaube ich, verloren hat und jetzt ihren Mann bei einem Autounfall verliert. Und auch sie findet das Buch von Sarah und beziehungsweise, glaube ich, haben die Schwestern nur erfahren, was in dem Haus geschah. Und Catherine hatte, glaube ich, tatsächlich das echte Tagebuch. Ich glaube, so rum war es. Und so erfahren wir die Geschichte aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln und aus zwei unterschiedlichen Zeitwinkeln, was, wie ihr merkt, mich an mancher Stelle tatsächlich doch überfordert hat, mich an mancher Stelle gerade zu Beginn mit den vielen Namen, den vielen Orten, den vielen Zeiten sehr durcheinander gebracht hat. Die ersten 100 Seiten fand ich persönlich gar nicht gelungen, gar nicht wirklich gut. Der Einstieg war sehr langsam, sehr zäh und es wirkte auch ein bisschen gewollt und konstruiert und hatte nicht so einen natürlichen Lauf, was ich schade fand, aber dann so ab der Seite 120, ich denke es war der dritte Lesetag, kam unglaublich viel Spannung auf. Es gab sehr viele gruselige und schaurige Momente und ich finde auch nicht, dass das Buch tatsächlich ein Thriller ist, weil dazu ein bisschen der Spannungsbogen fehlte, wie ich fand, und ich es eher als Roman mit Mystery-Momenten empfinde, aber ja, ich meine, wo ist da die Grenze, ne? Das
wird sich schon jemand was dabei gedacht haben, das Buch so einzustufen. Die Zeitsprünge fand ich anfangs wirklich verwirrend und wusste dann auch immer gerade gar nicht, wo bin ich und warum bin ich und wer bin ich. Das hat sich aber tatsächlich ein bisschen gebessert und gelegt, als es auch weniger Namen wurden, beziehungsweise die Namen, die man hatte, man ein bisschen besser in Erinnerung hatte. Man hat viel auch im Leseclub spekuliert und gerätselt, wie oder was und warum und wo geht es hin. Das fand ich großartig. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Beiträge aller anderen Mitlesenden auch zu lesen. Und während ich mich natürlich dann selbst gegruselt habe und mitgerätselt habe, dann eben zu gucken, oh ja, okay, so geht es allen anderen auch. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Das Ende war für mich dann tatsächlich sehr, sehr schlüssig. Ich hatte zwischendrin mal die Befürchtung, dass es ein ganz abgespacedes Ende nimmt, was so gar keinen Sinn macht. Und es war aber tatsächlich am Ende auch wieder ein bisschen zu schnell erzählt. Ich weiß nicht, ob es der Fluch dieser Woche ist, dass die Enden alle so ratzfatz gehen, dass ich gefühlt hätte, man hätte da auch noch mal ein paar Seiten dranhängen können. Es war aber schlüssig, es war gut, es war ein spannendes Buch, es war ein gruseliges Buch und danach hat man keine Lust mehr, seinen Kleiderschrank aufzumachen und denkt sich nur, ja, es hat perfekt für mich auch in diese Woche gepasst, weil wir ja auch in der Vor-Halloween-Woche sind, wo ja viele sich gerne gruseln. Ich bin ja jetzt so gar kein Halloween-Fan, ich freue mich dann eigentlich eher mal auf den ein oder anderen Gruselfilm, der aber gefühlt einfach nicht im Fernsehen läuft und man denkt sich so, ach Leute, früher war das an Halloween auch mal anders. Aber gut, ja, Zeiten ändern sich, ne? Es war ein gelungenes Buch, es war wirklich auf 300 Seiten, nach den 100 Seiten sehr spannend, sehr düster und eine sehr, ja, außergewöhnliche Atmosphäre, wie ich finde. Es hat mir gut gefallen, es hat mich sehr unterhalten. Es hatte für mich eben die ein oder andere Schwäche, gerade auch zu Beginn, dieses Chaos, was dann in meinem Kopf herrschte. Und ja, ich so manches auch ein bisschen konstruiert und unecht fand. Aber es war dennoch ein guter Thriller, der einfach auch in die Zeit gepasst hat, der mich gut unterhalten hat. Und den man lesen kann, nicht lesen muss, aber wer einfach mal sowas in der Richtung lesen möchte, ich denke, der ist hier auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ob die Autorin noch andere Bücher geschrieben hat, da könnte man sich auf jeden Fall mal umgucken, in welche Richtung die gehen. Und ich finde einfach dieses ja, Cover wirklich straight, ne? Also das ist echt irre. Und ja, es war toll, hat Spaß gemacht, der Austausch hat mir auch gut gefallen. Und jeder, der mal mitlesen möchte, wir werden jetzt dann so wieder Mitte November starten mit Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Wer also da vielleicht mitlesen möchte, guck mal in die Infobox. Da habe ich den Club auch natürlich verlinkt und der kann da einfach mal vorbeischauen. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Buch der Woche, zumindest was ich natürlich beendet habe. Angefangen hatten wir es ja schon eine Woche früher. Und zwar Swan Song nach dem Ende der Welt von Robert McCammon. Ein Buch, das im Mai 2015 im Fester Verlag erschienen ist. Und das ist auch mein erstes Buch aus dem Fester Verlag. Das Paperback kostet 14 Euro, das E-Book 5 Euro, so habe ich es mir auch gekauft. Und es hat knapp 580 Seiten. Es gibt auch mittlerweile schon den abschließenden zweiten Teil. Und spätestens nach dem Ende möchte man auch unbedingt den zweiten Teil lesen. Ist auch geplant. Ich denke, dass wir das im Dezember angehen werden und ich mich da auch schon drauf freue. Also wie ihr seht, schon zu Beginn, das Buch hat mich auf jeden Fall gepackt, sodass ich weiterlesen möchte. Ja, die Welt steht zu Beginn des Buches vor dem Abgrund, vor dem atomaren Krieg. Russland und Amerika bekämpfen sich und eines Tages ja, erfährt man natürlich so ein bisschen, wie es dazu kam, was so die einzelnen Schritte waren, wie sich die Menschen darauf vorbereiten, dass es eben den Abschluss des Kalten Krieges, der ja in den 80ern, wo das Buch ja dann auch also geschrieben wurde vom Autor, wo man sich da eben befunden hat und ja, bis dann eben die komplette Katastrophe im Grunde passiert und wir unterschiedliche Gruppen von Menschen im Grunde begleiten. Und ganz besonders, und das möchte ich direkt sagen, ist, dass der Schreibstil auch sehr variiert, je nachdem, welcher Gruppe wir gerade angehören. Und das fand ich wirklich brillant vom Autor, denn man wusste anhand von, wie darüber erzählt wurde, in welcher Geschichte wir uns gerade befinden. Und das ist nicht selbstverständlich in einem Buch mit verschiedenen Perspektiven, das tatsächlich
die Perspektiven sich anders anfühlen. Und so haben wir eine Schwester, Sister Creep, die sehr religiös ist, die das ultimative Feuer überlebt und dann eben auch auf andere Menschen trifft, die bei Tiffany's Kristalle und einen Ring findet, der irgendwie etwas Magisches, Mysteriöses an sich hat und damit auch was auf sich hat, was ein sehr interessanter Erzählstrang ist. Dann haben wir eine ganz widerliche Gruppe von Soldaten, die eigentlich unter der Erde gelebt haben im Earth House, das aber einstürzt und man schon merkt, ja, hier sind alle primitiven Instinkte sozusagen nur noch vorhanden. Und diese Gruppe, dieser Erzählstrang war wirklich unglaublich brutal, sehr eklig, sehr widerlich. Ich wurde da so manches Mal aggressiv und hätte mir gewünscht, dass man diesen Erzählstrang einfach weglässt, aber er wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen dann am Ende Sinn machen, denn so sind halt tatsächlich Menschen. Das Schlimme ist ja, dass man sagen kann, was man möchte und dass sich das auch eklig und widerlich anfühlt und anlesen lässt, aber man eben einfach weiß, es wird solche Menschen geben und dementsprechend gehören sie eben auch in so eine Endzeit-Apokalypsen-Geschichte und ja, das ist dann tatsächlich eben einfach so. Aber das ist so ein Erzählschrank, der mich sehr aufgeregt hat. Nicht im Sinne, was der Autor geschrieben hat, sondern das, was da eben passiert. Also das hat ja natürlich der Autor auch geschrieben, aber ich glaube, ihr versteht, was ich will. Und dann haben wir die Geschichte von Swan, einem jungen Mädchen, die verschüttet wird und dann mit Josh, dem Überlebenden, der mit ihr da überlebt hat, im Grunde auch auf die Suche geht nach weiteren Überlebenden. Und Swan hat eben auch eine besondere Gabe, was sozusagen jetzt dann auch dem Titel der Geschichte so ein bisschen den Sinn wiedergibt. Und ich liebe diesen Erzählstrang. Der Erzählstrang um Swan ist atmosphärisch, ist episch, er fühlt sich langsam und intensiv an und ist wortgewaltig und hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Fand ich einfach großartig, wie es erzählt wurde, welche Gedanken der Autor um Swan hatte, was da auch einfach passiert ist. Und diese ganze Geschichte war einfach spannend. Sie war wirklich sehr, sehr atmosphärisch und hat ein Endzeit-Feeling bei mir hinterlassen, das sich unglaublich viel auch im Kopf abgespielt hat, einfach weil die Sprache sehr bildhaft, sehr lebendig war, wirklich einen mitreißt und man gar nichts dagegen tun kann und ich einfach total begeistert von dieser Geschichte bin. Also es ist für mich ein absolutes Highlight. Es hat die ein oder andere Schwäche, eben gerade den Strang um Robert und diese Soldaten, der mir nicht ganz so gut gefällt, was aber natürlich trotzdem irgendwie dazugehört, wo ich sagen würde, ich hoffe mal, dass der nicht zu viel Bedeutung gewinnt. Aber es war alles in allem ein Buch, das mich wirklich mitgerissen hat. Es kommt für mich nicht zum Beispiel an das Endzeitbuch Der Übergang, an die Passage-Trilogie ran, die natürlich viel epischer war, noch atmosphärischer war, viel größer war und natürlich in eine andere Richtung gegangen ist. Aber es fühlt sich unglaublich gut an. Also es ist eine Endzeitgeschichte, die ich wirklich grandios finde, die mir an mancher Stelle zu brutal ist, zu derb ist, wo ich so denke, das ist nicht ganz meins tatsächlich. Ich bin dann doch ein bisschen zart beseiteter, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat man immer wieder Lust gehabt, zu diesem Buch zu greifen. Und auch gestern Abend, als der vorletzte Leseabschnitt war, ich zusammen mit Ben dann gesagt habe, wir müssen jetzt einfach weiterlesen, wir halten es nicht mehr aus. Und ich denke mal, Ben ist mittlerweile auch fertig und ich freue mich da wirklich dann auch noch auf den abschließenden Austausch, der ja dann jetzt passiert und das Video ja dann schon der nächste Tag ist. Aber ein tolles Buch. Jeder, der Endzeit, Apokalyptisches mag, wo nicht unbedingt auch noch Zombies auftauchen, denn die gibt es in der Geschichte nicht. Und der so nichts gegen ein bisschen was Mysteriöses hat, der ist absolut richtig und mich hat das wirklich total begeistert, mitgerissen, geflasht, wie man so schön sagt. Und ich möchte im Dezember unbedingt den zweiten Teil lesen und freue mich da auch wirklich und bin gespannt, wo die Reise hingeht und was es dann mit Swan und ihrem Swans Song auch so auf sich hat und freue mich da mega drauf. Ja, das waren soweit die Bücher dieser Woche. Man merkt, dass ich keine Serie gesuchtet habe, denn ich habe, glaube ich, auch am Wochenende am Montag die erste Staffel von Stranger Things beendet in Vorarbeit zur zweiten Staffel, die ja am Freitag, den 27. Oktober online gegangen ist auf Netflix und von der ich jetzt auch schon zwei Folgen geguckt habe, wie ich hier sitze
und ich bin total begeistert. Ich liebe diese Serie, die ja in der Mitte der 80er spielt und genau dieses Feeling einfach aufgreift. Die erste Staffel war grandios. Die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel sind mit grandios und gefallen mir bisher unglaublich gut. Ich bin total gespannt, was uns noch erwartet. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler dabei. Ich stand, glaube ich, auch direkt vorne schon im Cast, im Intro. Es spielt Sean Astin mit, mein Lieblings-Samwise Gamgee aus Herr der Ringe, den man ja leider eher in Serien sieht als in Filmen, was ich total schade finde, denn ich finde, der kann einfach was. Und ich gucke ihn halt an und denke, ach ja, willst du mich heiraten? Und ja, Sean Astin ist natürlich verheiratet, hat auch Kinder, wie wir wissen, denn im Herr der Ringe Verfilmung ist ja das Mädel, das er hochhebt, auch sein eigenes. Von daher, ich würde mich da ja nicht in eine gut laufende Ehe einmischen. Na, also von daher, aber ich finde den einfach toll. Also ich bin da absoluter Fan und total begeistert von ihm und fand die ersten zwei Folgen von Stranger Things auch grandios. Und in der nächsten Bücherwoche hört ihr da natürlich auf jeden Fall, wie mir dann auch die komplette zweite Staffel gefallen hat. Und ich bin total im Fieber und ich denke mal, das ist was ich am Wochenende wegsuchten werde. Wobei jetzt gerade noch heute von der Post starke Konkurrenz zu Stranger Things bei mir eingezogen ist. Und ich glaube, ich muss gar nicht allzu viel dazu sagen. Ja, das neue Buch von Sebastian Fitzek ist bei mir angekommen. Flugangst 7a. Und das wird sich jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich streiten mit Stranger Things. Ich denke mal, vielleicht macht man irgendwie so eine halbe Stunde das, eine halbe Stunde das und am Ende bin ich total verwirrt. Das neue Buch von Sebastian Fitzek ist bei mir eingezogen und es ist, wird hinten deklariert als neuer Psychothriller und ich bin mega, mega gespannt. Also es sieht schon echt creepy aus. Und ich freue mich, dass ich das vom Drömer Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, es heute bei mir angekommen ist und ich es lesen kann und werde. Und ich meine, spätestens am Dienstag ist ja dann auch schon ein Feiertag, den ich auch habe. Und aber was gab es diese Woche noch? Ja, allzu viel Zeit war natürlich nicht neben den Büchern, die mich alle mehr oder weniger irgendwie gepackt haben und ich in jedem weiterlesen wollte. Und man sich dann natürlich schon immer entscheiden muss, zu welchen greift man zuerst. Ich meine, so viel Glück muss man natürlich auch erstmal haben. Habe ich auch DVD geguckt und zwar die Tribute von Panem. Wir haben diese Woche, wir ist meine Schwester und ich, wir haben diese Woche den ersten Teil, die Hunger Games, die Hungerspiele angeguckt und Catching Fire, den zweiten Teil und haben jetzt auch noch vor, die nächsten Tage Teil 3 und 4 anzusehen und ich habe auch wieder gemerkt, wie toll, wie sehr ich diese Dystopie liebe. Also es, Panem ist einfach eine Hammergeschichte, es ist hammerverfilmt, ich liebe das Atmosphärische, ich mag die Schauspieler, ich mag absolut die Musik dazu, wie die Effekte sind, ich bin ein Riesenfan und gerade im zweiten Teil kommt ja dann mein Lieblingscharakter aus der Buchreihe, nämlich Finnick Oder, auch endlich zum Zuge. Und ich bin ja auch ein riesen Cinna-Fan und Haymitch und ich bin total hin und weg und ich liebe das. Ich habe ein bisschen Angst vor dem vierten Teil. Das ist ja der, wo ich im Kino angefangen habe zu weinen und es bis zu Hause im Bett nicht aufgehört habe und da lag locker eine Stunde dazwischen. Ich habe ihn auf DVD hier, habe ihn tatsächlich aber kein zweites Mal geguckt, weil ich immer so Angst habe. Ja, es klingt total gaga, ich weiß, aber ich kann nicht anders und ich werde auf jeden Fall viele Taschentücher in Teil 3 und 4 brauchen, besonders in 4 und ich bin einfach Fan. Also bin einfach großer Fan dieser Reihe und hätte direkt Lust, auch zu den Büchern zu greifen, aber zum Rereaden habe ich gerade nicht so viel Zeit und es warten eben einfach zu viele coole Bücher und neue Bücher hier, die gelesen werden wollen und Neben Stranger Things kommt jetzt am 31.10. auch die dritte und abschließende Staffel von dem Hörspiel Monster 1983 auf Audible. Ich habe es mir bereits vorbestellt, werde also direkt nächste Woche dann auch damit starten können. Ich denke aber eher, dass ich es aufs Wochenende lege, weil ich bin am Samstag unterwegs und auch relativ lange mit dem Zug unterwegs. Und ich finde, da gibt es nichts Schöneres, als nach außen zu gucken oder die Menschen zu beobachten im Zug und dabei eben Hörbuch zu hören.
Und ja, mal gucken, wie ich unter der Woche dazu komme, ob ich da immer mal so das anschalte, vielleicht abends beim Einschlafen. Je nachdem, welches Buch, zu welchem Buch ich jetzt wahrscheinlich greife. Aber für mich ist das absolut was jetzt auch fürs Unterwegssein und ich freue mich da mega drauf auf die dritte Staffel. Wer also auch von Staffel 1 und 2 begeistert war, der ja, sollte sich den 31.10. jetzt im Kalender anmarkern. Da gibt es nämlich die Staffel 3, die dann ja auch schon die letzte Staffel dieses genialen Hörspiels sein wird, was mich ja auch wirklich geflasht hat im Juli und August und mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Und ja, dann habe ich ja angekündigt beim Gewinnspiel für 7 Minuten nach Mitternacht, dass heute der Gewinner bekannt gegeben wird. Es sind einige E-Mails bei mir eingekommen. Ich habe schon gesehen, dass mancher zwar kommentiert hat, dann aber die E-Mail nicht geschickt hat. Dementsprechend, es war eben Bedingung, mir dann auch gleich die E-Mail mitzuschreiben. Und es ja, waren aber nicht allzu viele, die die E-Mail vergessen haben, aber nur damit sich da keiner wundert. Ich werde die Gewinnerin, die Dani, jetzt hier mal einblenden. Und ja, da geht das Paket jetzt, denke ich, nach den Feiertagen raus. Ich werde es wohl am Montag nicht schaffen, zur Post zu kommen. Denke aber dann spätestens, dass ich Donnerstag zur Post kommen werde. Und da geht die DVD jetzt dann auch auf den Weg. Die Adresse habe ich ja schon. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Schauen. Ja, es war ja wirklich ein sehr emotionaler Film. Ich empfehle da also auch auf jeden Fall Taschenbücher. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dass du mitgemacht hast, dass du gewonnen hast. Und ausgewählt wurde mit random.org, wo man ja dann eingeben kann, die Anzahl. Und dann wählt ja hier die Anzahl aus. Und so habe ich das im Grunde auch gemacht. Und ja, ich finde, es ist ganz praktisch für so Gewinnspiele. Und ja, ansonsten gab es in der Woche nicht allzu viel. War mal lecker essen, was mir auch immer gut gefällt. Man gönnt sich ja auch gefühlt sonst sehr selten das mal. Also ich zumindest, ich bin nicht so der große Veggie-Esser. So einmal im Monat ist das okay. Und das war auch diesmal wirklich sehr, sehr lecker. Wir waren bei einem Portugiesen, der aber italienisch gekocht hat, was ich sehr cool fand. Weil es doch ein bisschen anders schmeckte als sonst, aber war super lecker. Und ja, ansonsten einfach eine ruhige Woche. Die nächste Woche hat ja für mich nur 4 Tage. Ich glaube, diesen 31.10. hat ja in diesem Jahr jeder, ist ja ein gesamtdeutscher Feiertag. Bei uns arbeiten tatsächlich wieder die war ja der Franzose, der Italiener, den Feiertag nicht hat, weswegen wir ja an vielen deutschlandweiten Feiertagen auch arbeiten. Bei uns wäre auch noch der 1. November ein Feiertag. Bayern hat auch alle Heiligen eigentlich frei. An dem Feiertag arbeite ich aber, dadurch, dass wir in unserem Team uns da so ein bisschen in diese beiden Feiertage reinteilen, dass möglichst jeder zumindest einen der beiden hat. Es geht nicht ganz auf, aber ja, das ist nicht ganz so dramatisch. Und ja, dann geht es nächste Woche Samstag auch nach München, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Und ja, die Bücherwoche wird es aber, denke ich, dennoch Sonntagvormittag geben. Muss mal gucken. Ich denke mal, dass ich sie vielleicht schon Freitag drehe, wenn nicht erst Sonntag. Aber das seht ihr dann. Ich muss mal gucken, wie ich das so von der Zeit am Freitag hinbekomme. Aber das, denke ich, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und wenn Sonntag erst gegen Mittag kommt, na, wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ich versuche mir nicht ganz so viel Stress deswegen zu machen, wann es kommt, wie es kommt. Und aber da wisst ihr dann, habt ihr einfach schon mal eine Info. Und ich glaube, das war es jetzt tatsächlich auch von mir. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Es war auch genügend, was ich jetzt geplappert habe. Jetzt wird es Zeit, hier die Kehle ein bisschen mit einem Getränk wieder zu befeuchten. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Mich interessiert natürlich immer, kanntet ihr eins der Bücher, das ich euch vorgestellt habe? Gefiel es euch? Was könnt ihr empfehlen, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht? Was lest ihr gerade selbst oder habt diese Woche gelesen? Serientipps sind natürlich auch immer willkommen. Und ich ja, wünsche jetzt einfach erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.